So, Freunde, wie ihr vielleicht sehen könnt, stehen hier die Sommerreifen von meinem Auto und von meiner Freundin das Auto. Ich brauche hier in der Werkbank mehr Platz. Dafür müssen die Reifen weg und das wird heute geschehen. Dann wird eins dieser Regale noch umwandern und hier wird ein bisschen aufgeräumt. Das ist so der grobe Plan für heute, was ich jetzt erst vorhabe. Heute Morgen, wir haben jetzt 8 Uhr. Ich fahre jetzt als allererstes die Reifen weg, lagere die aus bei einem Reifenhändler, damit ich einfach hier mehr Platz habe und auch hier mehr umbauen kann. Dann habe ich mir gestern Stichsäge gekauft. Die hat nur 25 Euro gekostet und ich habe gedacht, okay, für meine Zwecke reicht die vollkommen aus. Deswegen habe ich die gestern einfach mitgenommen und denk mal, damit bekommen wir was gebaut, wenn die Reifen hier weg sind und alles schön umgebaut ist und hier mal endlich ein bisschen mehr Platz ist. Aber bevor wir wieder anfangen, was zu bauen, kümmere ich mich erst um den Platz hier, um die Ordnung hier. Dementsprechend lade ich jetzt erstmal einen Reifen ein und fahre die weg. So, jetzt haben wir ein bisschen Platz. So, was ist jetzt der Plan hier? Endlich sind die Winterreifen draußen. Ich habe hier endlich mal ein bisschen mehr Platz als zuvor. Jetzt möchte ich hier noch ein bisschen mehr Ordnung reinbringen, indem ich das Regal ein bisschen umstelle und die Sachen von der Wand doch anders handhaben werde. Dafür muss ich aber erstmal das Pocketbike und den ganzen anderen Scheiß hier rausräumen und dann können wir loslegen. So, jetzt habe ich erstmal Platz gemacht, dass das Regal auch dahin passt. Jetzt schraube ich das Regal ab, beziehungsweise räume das erst noch leer, dann schraube ich das Regal ab und stelle es erstmal darüber. So, Schritt 1 war erledigt, Regal ist umgebaut, jetzt muss ich es wieder einräumen. Nachdem dieses Regal jetzt endlich auch wieder eingeräumt ist, werde ich jetzt diese Leiter hier noch an die Wand bringen, damit die nicht im Weg rumstehen. Und danach kümmere ich mich halt mit einem kleinen Scheiß, aber jetzt erstmal die Leiter. So, also Schrank umgeräumt, Leiter aufgehängt, was nun? Nachdem ich jetzt auf der Seite wieder ein bisschen Platz habe, da werde ich hier unter meiner Werkbank den ganzen Scheiß rausräumen, alles nach da drüben verlagern, gucken, was in die Regale noch geht, dass ich hier gleich Platz habe und dass ich hier weiter aufräumen kann. Staubsaugen, Boden wischen, putzen im Allgemeinen ist mega anstrengend. Mega, mega anstrengend. Nichtsdestotrotz habe ich alles geschafft, was ich schaffen wollte. Habe das Werkzeug hier unten erstmal sauber und ordentlich hingestellt und mache mir jetzt Gedanken, was ich an diese Wand bringen kann. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ich noch Licht brauche auf meiner Werkbank. Dafür habe ich gesorgt heute. Das kommt aber erst im nächsten Video. Da mache ich nämlich ein Video, wie ich Kabel verlege und wie man das alles anschließt. Also ein richtiges Tutorial, how to, DIY. Jetzt aber erst mache ich mir Gedanken, was ich an die linke Seite mache. Wie ihr sicher nicht wisst, habe ich diese Wand schon bestückt mit meinem Werkzeug. Habe jetzt hier eine linke Seite, die noch komplett blanko ist. Ich weiß aber wirklich nicht, was ich hier hinhängen soll. Ich bin echt am Überlegen, was ich hier hinhängen soll. Ob ich hier vielleicht doch nur Licht machen soll oder ob ich hier... Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, was man auch immer schnell braucht, sind Bohrer. Wenn ich Bohrer schnell griffbereit hätte, das wäre optimal. Ja, so, das war's auch schon wieder. Ich habe jetzt hier meine zwei Bohrsätze dran gehängt, die ich so einzeln als Set habe. Ja, wenn ihr noch weitere Ideen habt, was ich hier dranhängen könnte, dann sagt es mir auf jeden Fall bitte in den Kommentaren, weil im letzten Video habe ich gesehen, dass einer gesagt hat, du brauchst Licht. Dafür ist gesorgt, wie gesagt, es kommt im nächsten Video, dafür werde ich ein richtiges Tutorial machen. Wenn es euch gefallen hat, das Video heute, es ging nur um Aufräumen, es ging nur um mehr Platz schaffen, es ging nur um die Räumlichkeiten auszunutzen heute, dann lasst einen Daumen nach oben da. Verbesserungsvorschläge auch unten in die Kommentare. Hier geht es zu meinem letzten Video, Teil 2. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dahin. Peace.